Noch mit altem Schild präsentiert sich der Kindergarten Schweiburg. Doch mit der Kneipp-Zertifizierung im Rahmen der Tag der offenen Tür soll sich das bald ändern. Was es damit auf sich hat, erklärte die Leiterin Frau Gabriele Schätzel-Petschulat. Frau Schätzel-Petschulat, Kneipp-Zertifizierung, was hat es damit auf sich? Wir haben uns vor 4 Jahren auf den Weg gemacht, eine Kneipp-Kindertagesstätte zu werden. Und seitdem verfolgen wir dieses Ziel stetig. Und es ist heute der Tag, wo wir die Kneipp-Zertifizierungsplakette vom Landesverbandsvorsitzenden Herrn Barre erhalten. Und ja, Kneipp ist eine ganz tolle, ganzheitliche Methode, um Kinder gesund ernähren, sich bewegen. Heilkräuter, Wasser natürlich und ganz wichtig die Lebensordnung, das heißt die Ruhe zu bekommen. Der ganzheitliche Ansatz lässt sich gerade in einer Kindertagesstätte ganz prima umsetzen. Bei uns wird jeden Morgen ein Bio-Frühstück angeboten. Die Kinder bekommen von dem Biohof Rode ein gesundes Frühstück. Wir machen jeden Morgen eine Kneipp-Anwendung im Morgenkreis, mal eine bisschen größere. Das heißt also eine Wasseranwendung, mal eine bisschen kleinere. Das ist dann eine Ruhe-Entspannungsgeschichte. Und so versuchen wir, die Kinder gesund ins Leben zu schicken. Dankeschön. Bitteschön. Im Rahmen der Kneipp-Zertifizierung wurde außerdem eigens ein Kräutergarten und für den Tastsinn ein Barfußgang angelegt. Außerdem hatten Eltern und Besucher die Gelegenheit, in den Gruppenräumen die Kneipp-Themen näher kennenzulernen. So, das ist jetzt hier der Sinnesraum. Da werden also verschiedene Geschmacksspiele gemacht hier vorne. Im Sinnesraum haben Kinder die Möglichkeit, ihren Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn besser kennenzulernen. So, und hier muss man dann in die Kästen reinfassen und raten, was da drinne steckt. Für das leibliche Wohl gab es Bratwurst und Getränke. Außerdem wurden Kräutersäckchen zum Verkauf angeboten. Bevor es dann aber zur Übergabe der Plakette und des Zertifikates ging, trugen die Kinder des Kindergartens Schweiburgs noch ihr Kneipplied vor. In ihrer Begrüßungsrede ging Kindergartenleiterin Frau Schätzel-Petschulat auf die Idee des Konzeptes eines Kneipp-Kindergartens ein. So waren wenig Umbaumaßnahmen notwendig, um die Einrichtung anzupassen. Die Erzieherinnen und Erzieher wurden in Fortbildung zu Gesundheitserziehern weitergebildet. So galt ihr Dank dann auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Eltern, die dem Kindergarten Schweiburg in diesem Zusammenhang das notwendige Vertrauen entgegenbrachten, das Kneipp-Konzept umzusetzen. Besonderen Dank galt dann auch allen Sponsoren und Spendern, wie zum Beispiel der Sternapotheke und den Landfrauen. Dank ging auch an die Gemeinde für die freie Hand zum Wählen des Konzeptes. Im Anschluss überreichte dann der Landesvorsitzende des Niedersächsischen Kneippbundes, Gerold Barre, die Urkunde nebst Plakette. Diese Plakette soll in Zukunft das neue Kindergartenschild zieren, für das noch Spenden gesucht werden. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass im Schweiburger Kindergarten noch Plätze frei sind. Nähere Auskünfte hierzu erteilt der Kindergarten unter der Telefonnummer 04455 999 243.